Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die Sims. Ja, im letzten Part wollten wir zwar verreisen, genau, und hatten keine Kohle. Ja, und über die Nacht, nachdem ich den Part beendet hatte, wurde über Nacht bei Barney eingebrochen und es wurde etwas gestohlen. Das stand hier. Könnt ihr mal in den letzten Folgen mal gucken, was das war. Ich weiß es auch nicht mehr. Und ja, immer diese dämlichen Diebe, ne? Immer diese arbeitslosen, faulen Schweine müssen immer die Sachen von anderen klauen. Naja, heute in diesem Part möchte ich euch die Future ist ja die Zukunft. Die Features von Inselabenteuer zeigen, und zwar am Strand von Sunset Valley. Weil durch die neue Erweiterung sind halt ja, viele neue Eigenschaften dazu gekommen. Eine Eigenschaft, die kann ich euch jetzt nicht so zeigen, dazu müsste ich erstmal im Baumodus gehen. Da kann man nämlich Häuser im Wasser bauen. Oder eher gesagt, erstmal an Häfen oder an Stränden. Und mit diesen Häusern kann man übers Meer oder über den See, wenn er groß ist, fahren. Und das finde ich eigentlich eine geile Erweiterung, so ein Hausschiff. Ich meine, warum nicht? Ist geil. Und ja, das gehört zu den, das ist einer der neuen Features. Und die anderen kann ich euch dann nachher am Strand zeigen. Erstmal holen, machen wir uns hier was zu essen. Oh, er hat was für mehrere Personen gemacht. Ein bisschen spät. So. Na, was hat er denn da Leckeres gemacht? Pfannkuchen? Oder was? Ja, Pfannkuchen mit Marmelade drauf. Und irgendwas Weißes in der Mitte. Entschuldigung. Na, da geht es ja jemandem gleich besser. Dann gehen wir nochmal auf Toilette und starten. Ab zum Strand. Njam, 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 njam. Ja, erstickt mal. Das kann natürlich auch vorkommen, was aber nicht sehr lobenswert ist. Ja, weil das Let's Play soll ja noch ein bisschen gehen, ne? So, dann gehen wir mal kurz auf die Stadtansicht. Und ja, wir besuchen mal die alte Pia. Die alte Pia. Was ist das denn? Nachbarschaftstieradoption. Ach ja. Seit wann steht denn das da? Und seit wann wohnen da auch Leute? Ach, Knautschgesicht, ja. Die kann man auch adoptieren, aber ich glaube, das will niemand machen. Na gut. Du willst doch da jetzt nicht etwa hingehen. Und wieder mal ist das Laden. Also ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Einladung zur Party ansehen. Komm zu meiner Party, Barney. Du wirst absolut fantastisch. Was? Das wird absolut fantastisch. So ist es richtig. Gezeichnet Gunther Krusel. Zeit Sonntag um 17 Uhr. Oder eher gesagt, warum hat er so eine komische Uhrzeit? 17:59 Uhr. Hey, Kumpel, wir treffen uns um 16:59 Uhr. Anna, Kröpke-Uhr. Jawohl. Kleidungsordnung, ungezwungene Kleidung, Ort Himmelsring. Ja, aber what the, wer bist du denn? Ach so, ja, solltest mal die Burger abstellen. Paparazzo. Naja, wenigstens haben wir ein schönes silbernes Taxi. Ja, dann werden wir mal dann nachher zur Party von Gunther Gunti erscheinen, aber erstmal machen wir uns hier so ein schönes. What the Warte. fuck?
So, was grille fünfmal um den. Nein, ich. Du legst dich mitten auf Asphalt hin. Alter, komm mal klar in deinem Leben. So, wir sind jetzt am Wasser. Juhu, ich liebe das Meer. Ja, was machen wir als erstes? Extremschwimmen, Windsurfen gehen. Das ist das Erste. Und da kommt, ich glaube, gleich auch das zweite hinterher, das neue Feature. Was zum. Ich muss mal im Internet gucken, wie ich das schneller geladen bekomme. Also nicht bin laden bekomme, sondern geladen bekomme. Pflanzen. Ja, was ihr da seht, ist das Bettmobil. Nein, ist ein sozusagenes Taxi als Schiff. Was, du gehst mit einem Anzug schwimmen? Ich wollte gerade sagen. So, jawohl, das ist das neue Feature, Surfen gehen. Und dafür kriegen wir auch eigentlich. Eigentlich bekommen, ist da noch so ein Balken. Wo ist der Balken hin? Naja, er ist ja. Wohin gehst du? Ja, wir schippern mal übers Meer. Ist ja auch interessant. Juhu! I'm a windsurfing man. I like the sunshine. Ah nee, das lasse ich mal lieber. Ah, hier, der Balken. So, ja, was willst du machen? Du gehst jetzt erstmal hier schnorcheln. Das ist nämlich das. Ein weiteres der neuen Sachen. Sieht aus, als ob er lange Haare hätte durch dieses Wischwasch. Das sieht voll geil aus. Warte mal. Wir gehen mal ganz nach oben. Hey, ist das eine Insel? Oh, kann man leider nicht hin. Das ist aber scheiße. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Wir sollten mal auf die Uhrzeit achten, nicht, dass wir die Party verpassen. Die VIP-Party. So, hierhin schwimmen, Windsurfen gehen. Genug geschnorchelt. Hier sehen wir einen weißen Hai. Jawohl. Ich glaube, da sollte ich nicht unbedingt schwimmen gehen. Oh, was sehen wir denn da im Gebüsch? Können auch mal auf Sachen sammeln gehen. Limonenbaum ernten. Oh ja. Zwar gehören uns nicht die Bäume, aber was soll's? Was soll der Geiz? Ja. Du machst es dir richtig. Was zum Teufel macht er denn da? Er ist intelligent. Er ist richtig eine Intelligenzbestie. Er fährt erstmal zum anderen Strand. Von da aus nimmt er das Taxi in Richtung. Ah. Ich möchte nicht an seine. Also. Bah, nee, das ist wirklich sehr attraktiv, was du da machst. Also. Was ist denn das? Sonnengebräunt. Ach so. Was habe ich gefunden? Ich habe einen Meteoritenstein gefunden. Bringen wir mal ein paar Limonen mit zur Party. Damit es ein bisschen spritzig wird. Entschuldigung. Party von Gunther Kruse, zu der Barney eingeladen ist, beginnt in einer Stunde. Sonntag um einer Uhrzeit, die, Oh. Was ist denn? Habe ich was verbrochen, Officer? Kann ich was für Sie tun?
Ach, sie guckt erstmal ein Gesetzesbuch. Ja. Diebstahl von staatlichem Boden hier. Paragraph 10, 20, 30, 40. Kann ich leider nichts finden. Scheint nicht strafbar zu sein. Bin ich umsonst hier? Bekomme ich keine Provision? Barney hat soeben Folgendes abgeerntet. Libonenbaum. Die Ernte findest du im Inventar von Barney Stilson. Stilson. Sollte es aufhören damit. Hör auf. Wo kommst du denn her? Woher kommen die denn her? Ich ziehe die Leute magisch an. Ja, das ist mal eine super Auflösung. Jawohl. Rennen, 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 rennen. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu meinem alten PC läuft das alles viel flüssiger. Man sieht, es lädt sie schneller die Sachen. Weil. Ja. Ich glaube, der Gunther Grusel ist ein bisschen beleidigt, dass wir so spät kommen. Aber wir hatten noch was Wichtiges zu tun. Limonen sammeln. Wir wollten ja eine spritzig saubere Party feiern. Spritzig saubere. Spritzig leckere Party. Boah, wo wohnt der denn? Ja. Sehr schön. Überfahren noch diese Leute. Das ist auch, weil man auch an manchen Stellen noch nicht war. Also zu Besuch war. Barney hat erfahren, dass Gunther reich ist. Ja, okay. Man kann es ja auch mit seinem Grundstück übertreiben. Wer bist du? Gerhard. Sind ein paar fesche Mädels mit in auf der Party? Knautschgesicht. Na, der müsste doch hier einige. Ach, Vito Alto, die habe ich mal in meinen Spielstand verhungern lassen, weil sie hat mich so aufgeregt. Sie war meine Chefin und ich hatte alles vor, aber sie wollte mich nicht befördern. Ich weiß auch nicht. Kann man hier irgendwie was klauen oder leihen? Bei Gunther, da leihe ich mir das. Ja, hat er noch bestellt wohl. Wer bist du denn? Bleib doch mal stehen. Na, mit wem spricht der denn da? Ach so. Oh, mehrstöckig. Ach, hier. Denn so viel gemeinsam. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Ich aber nicht. Na, hier geht ja die Party ab, du. So. Der Witz war so gut. Oh, Liebesmagnet. Kompliment über Aussehen machen. Nicht so, oder? Promi-Tratsch. Wir sind ja so Promi. Hast du gehört? Mortimer ist ehrgeizig. Das interessiert mich, was ein Kind ist. Mortimer. Da hat jemand wohl
getrunken, als er sich den Namen ausgesucht hatte. Überreden zu Leiding mit Flirten, mit Kämpfen, mit Küssen, mit... Geht das? Wenn ich du wäre, spielen wir hier. Nein, wir sind nicht so. Kokett. Na, das wird er hier noch. Koketter Witz, na. Da geht es jetzt über zur Sache. Oh, habe ich noch ein Sternchen? Was ist denn das denn für ein Abgang, Leute? Wie geht die jetzt? Gerade wo spannend wird? Dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst, frage ich dich. Oh Mann. Darf ich den mal zusammenhauen? Diese Paparazzis, die nerven sowas von. Entschuldigung. Der Husten ist noch ein bisschen da. Boah, was hat der denn für eine Toilette? Ist ja ganz edel hier. Gibt's auch irgendwas zu essen hier? Ich meine... Ach, der Gute. Da wollen wir ja nicht Nein sagen. Sag mal, was hat er denn da gemacht? Tofu? Tofu? Das nenne ich mal... Paparazzi sind nicht eingeladen. Mensch, Gunther. Warum lädst du denn Paparazzis ein? Das sind die nervigsten... Naja, egal. Das... Ich sag dazu nichts. So, mir fällt gerade ein, auf der Festplatte, da... Ich habe da, glaube ich, das Video nicht gelöscht. Und ich muss leider beenden, weil die sonst voll rendert und die Folge womöglich nicht aufgezeichnet wird. Deswegen verabschiede ich mich von dieser Stelle aus. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich so mittendrin abbreche. Ich habe völlig vergessen, dass ich da noch das Video, dem FIFA-Part drauf habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr seht gerade, Barney erstickt und falls er... Ich wollte sagen, falls er sterben wird, würde ich genau in dem richtigen Moment einen Cut machen, aber das wird er ja nicht. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr die neuen Features von Sims gut findet, gebt auch dafür einen Daumen nach oben. Und abonniert mich und schreibt in die Kommentare, was er noch so und so gut an Sims findet. Ich meine, es gibt ja neue Erweiterungspacks, und aber bis ich die mir kaufe und ich die euch zeige, dauert noch ein bisschen, ne? Also, bis dann, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao!